Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black, unterwegs mit dem Strong, der hier... Hier waren wir schon, das ist quasi die eine Tür, die ich nicht knacken konnte. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Jetzt konnte ich sie knacken. Dann gehen wir wieder rein, weil hinten gab's ja noch einen Weg. Wir haben auf jeden Fall wieder eine fette Power-Rüstung gefunden. So, da. Die sieht relativ heile aus. Kann man ihr wirklich sagen, die ist kaum verrostet oder sowas. Spitze. Gefällt mir persönlich sehr gut. So, hier unten waren wir noch nicht, glaube ich, oder? Waren wir hier schon? Nee. Kommt mir gerade alles neu vor. Komme ich dann denn her? Ich war... Warte mal, ich kam von da oben. Okay. Ich kam von oben, aber oben war da auch, glaube ich, noch was, oder? Ach, weißt du was? Komm, wir gehen jetzt runter. Genau, hier unten waren wir noch nicht. Das ist alles neu. Jingles, der Mondaffe. Genau, dieses hässliche Viech. Ich kann es nicht leiden. So, offenbar wird hier gerne mal ein bisschen was repariert und repariert. Und Terminator. Die haben hier einen Terminator gebaut. Die Schweine. Fist sein schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg. Fist sein tot. Deswegen kann er nur schlechter Anführer sein. Hätten wir aber auch schon einiges. Da bin ich doch ganz froh, jetzt die Power-Rüstung zu haben. So. Okay. Kronkorken. Sicherung. Sommerkleidung. Ju. Rede mit Jezebel. Das ist Jezebel. Hallo Jezebel. Ich gucke mich hier vorher noch mal ein bisschen um. Nix. So, warte mal. Was haben wir hier? Schallplatte. Jezebel Interview. Nehmen. Rust Devil Werkstatt. Terminal, okay. Also das ist das hier. Eintrag auswählen, Gehirn. Das Gehirn will nicht reden, bringt es dazu. Schlagt das Glas ein und steckt eure Hand rein, wenn es sein muss. Die Gehirne geben eindeutig die Befehle. Da muss irgendein Signal in diesem schleimigen Rostklumpen versteckt sein, das uns zum Mechanist führt. Und du hast bis morgen Zeit. Dann suche ich mir jemand anders, der das erledigt. Und es wird dir nicht gefallen, wenn ich mir jemanden anders suche. Erledigt es einfach, Ivy. Augenbot. Wir haben jetzt das Gehirn. Zerstör den Augenbot einfach. Ich habe es satt, ständig diese Meldung über den Mechanist zu hören. Mit dem Commonwealth Frieden bringen? Was für ein Haufen Scheiße. Auf jeden Fall habe ich Ideen, wie wir ein paar kranke Mods für das Ding bauen könnten. Ich möchte, dass du es bis morgen zerlegt hast. Baupläne. Okay. Alles klar. Sonst... Biometrischer Scanner, den nehme ich noch mit. Klebeband. Weil mir ging es auch auf den Keks. So, entsperren verbessert es. Können wir mal aufmachen. Auch wenn es Strong nicht gefällt. Das wär's. So. Ja, mache ich ja. Die Tür geht leider nicht kaputt zu hauen. So, ansonsten. Jezebel. Ich war's immer noch. Ist hier hinten noch was oder was? Mit Ahab reden. Oha. Oha! Hätte ich mal nicht mit ihm geredet. Plasma-Kartusche, Fusionszelle. Wachbot Ahabs Helm. Okay. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Ich dachte schon, ja, aber ich habe ja nicht gewusst, dass mich Ahab da angreift. So, also ehrlich. Kann ich doch nicht wissen, dass der einfach so... Ich wollte mit dem reden. Meierlook, Eieromelette. Nimm. So, okay. Und ich rede mal mit Jezebel. Hey, Jezebel! Nach einem Rust Devil aus. Was tun Sie hier? Was haben dir die Rust Devils angetan? Sie dachten, dass es sich für sie lohnen würde, meinen Kopf in Betrieb zu halten. Zu meinem Glück sind sie so dumm, dass sie tatsächlich glauben, was ich sage. Zugegeben, weit hat es mich noch nicht gebracht. Aber zumindest hat es mir das Schicksal meiner unglücklichen Kameraden erspart, deren Teile uns umgeben. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage.
Was tun Sie hier? Vielleicht bin ich ja auch nur ein Rust Devil in einer schlauen Verkleidung. Bitte verkaufen Sie mich nicht für dumm. Also die ist schlau. Warum erklären Sie mir nicht einfach, was Sie hier wollen und warum wir überhaupt diese Unterhaltung führen? Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen Sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen Sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass Sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ja. Wie in aller Welt sollte ich dir helfen? Sie hören mir zu? Wie überraschend. Ich nehme das als Geste des guten Willens und erkläre unsere potenzielle Abmachung. Also, wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Woher weiß ich, dass du die Abmachung einhältst? Auch wenn in meinem Kopf ein menschliches Gehirn in Biogel schwimmt, bin ich dennoch an meine Programmierung gebunden. So ungern ich es auch zugebe, aber eine meiner Direktiven lautet, niemals zu lügen. Wenn ich auch nicht der bezauberndste Roboter sein mag, dem sie je begegnet sind, werde ich ganz sicher nie eine Vereinbarung brechen. Jetzt, da wir das geklärt haben, frage ich erneut. Abgemacht. Ich weiß nicht so recht. Nun gut, dann müssen Sie offenbar ein wenig nachdenken. Entscheiden Sie sich, ich warte. Ich gehe von hier ganz sicher so schnell nicht weg. Soll ich den jetzt mitnehmen oder nicht? Das ist eine schwierige Frage. Am Ende nehme ich den nach Sanctuary, baue dem einen kleinen Robokörper zusammen und der ballert alles weg. Oder die. Besser gesagt. Die ballert alles weg. Wäre mir nicht recht. Nein, nein. Überhaupt nicht. Ganze Aufregung wegen nichts. Ja. So, hier irgendwo wird noch einer rumrennen. Ich weiß nur nicht wo. Ist aber auch dunkel hier. Wisst ihr was? Ich nehme den jetzt mit und gut ist es, komm. Das Angebot steht noch, falls Sie interessiert sind. Sie schaffen mich hier raus und finden mir einen neuen Körper. Und ich öffne Ihnen die Anlage des Mechanist. Na dann. Okay. Eine kluge Entscheidung. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Ich sag mal so, für einen Roboter ist die mir ganz sympathisch. Flupp, Jezebels Kopf hinzugefügt, verlasse den Hangar von Fort Hagen, nimm Jezebel auf, haben wir, okay. Und dann... Ahab haben wir. Ich weiß nicht, ob die uns hintergeht oder nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wir werden es wahrscheinlich... Das war ich. Achten genug Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Oh, jetzt geht die mir auch noch so auf den Keks, oder was? Oh, Vorsicht. So, okay, das... Geben Sie sich zu erkennen. Was war das? Eindringling. Überraschung. Keiner da. Das ist überraschend. So, Jet nehmen. Hier kann ich ein bisschen pennen. Was ist das? Lösungsmittel, naja. Sicherung. Lass Menschenschrott liegen. Sei nutzlos. Paranoid. Da ist nichts. Identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Nuka Cola. Ja, nehme ich auch mit. Und was haben wir hier? Nee. Kronkorken nehme ich mit. Hier haben wir was zum aufmachen. Mist. Haben's gleich geschafft, Strong. Ich weiß, Strong ja, gefällt das nicht. Schön. Kronkorken, Redaway. Ne. Ja, schau da mal nach. So, von Ivy. Lies das. Pfoten weg vom Spielterminal, Befehle von Ivy.
Aha. An den, der die Highscores gelöscht hat. Ich finde dich und reiß dir den Kopf ab, bis einer von euch zugibt. Hände weg vom Terminal. Ui, da hat jemand die Punkte im Spiel gelöscht. Das ist nicht so schön. Punkte. 0000. Aha, aha. Punkte. Anspielen. Automatron, Start Game. Every Bot, Start Game. Ist ja cool. Wie schieße ich denn? Mist. Bumm. Mist. Score. New High Score. Schön. Errungenschaft freigeschaltet. Futur Retro. Tab verlassen. Quiet Game. Yes. Kann ich das Band mitnehmen? R. Holoband auswerfen. Schön. Haben wir noch ein Holoband gefunden? Finde ich toll. Ordner. Okay. Mhm. Ihr habt wegen nichts Sonnenalarm gemacht. Scan entdeckt Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Mhm. Säge, Säge, Säge. Lötlampen. Klar. Wer ist da? Niemand? Niemand? Ich nicht. Also ganz sicher nicht. Tür öffnen. Sie nehmen hier wirklich den Weg des größten Widerstands, was? Oh ja. Immer. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht, ob das da auch... Nein! Oh, fuck, 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 fuck. Okay. Soweit, so gut. Von da, ah, hallo. So, fall um jetzt, Junge, genau. Wir können hier mal gucken. Sturmgewehr, Brustteil. Nee, 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 nee. Vor allem, wie gesagt, ich kann das ja nicht zusätzlich anziehen und so und überhaupt. Und es wird mir jetzt gar nicht angezeigt, ob das, weil ich vielleicht die Power-Rüstung trage. Ich weiß es nicht. Legendärer Golem. Nicht so gut, nicht so gut. Oh, ich krieg gerade ordentlich was reingegrillt. Ich werde hier gegrillt in meiner Power-Rüstung. Leck mich am Hintern. Das ist nicht so schön. Metabeere, Meierle Kuchen, Quantum, Robot Rabatursatz, Todeskrallensteak. Ja, komm. Gleich mal zwei. Dann hier raus. Und draufschießen. Töten, töten, töten. Ah, okay, den haben wir. Wo schießt's denn noch? Scheiße, was war das denn? Achso, das war bestimmt der. Duellanten Bleirohr. 25 Jahre beim erfolgreichen Blocken zu entwaffnen. Ist ja cool. Aha. Biometrischer Scanner. So oft zu ballern. Ich krieg dich. Okay. Den nehmen wir auch noch mit. So, hier radioaktivisiert ist irgendwo. Eine Kochstation. Toll. Ein Kampf erstens nicht nutzbar. Und zweitens. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ja. Ganz fein. In Stahl. In eurem Stahl habe ich mich gekleidet, Leute. Hast dich verpisst, was? Weder noch. Ich bin noch hier. Plasmakartusche. Oh. So. Gamma-Patronen, Fusionszellen und Schrotpatronen nehmen wir doch auch mit. Bum, bum. Oh, hi. Guter Kampf. Noch ein Robo-Reparatursatz. Kann man immer gebrauchen. Mal ja. Paar Robos habe. Oh, Vorsicht. So. Oh Mann, diese Entschärferei hier. So, okay. So, okay. Ich denke, das hat gereicht. Um hier erstmal alles weitgehend zu entschärfen. Alu-Kanister brauche ich überhaupt nicht. Und deswegen nehme ich ihn auch mit. Kronkorken, Klebeband. Klebeband kann man immer gebrauchen. Da ist nochmal Klebeband. Die Sicherung lasse ich da. Schachtel, Zigaretten.
Fort Haken Hangar Steuerungsterminal. Warum auch immer das hier unten ist. Komm da nicht ran? Mit Powerrüstung? Na warte, dann probieren wir es mal so. Aber erst in der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.